Fanclub von Steffi Köhle macht sich warm. Die hat die letzte Saison so toll beendet mit dem 9. Platz in Aure, ihrem besten Weltcup-Ergebnis, und will jetzt natürlich nach Vorfahren. Ja, schaut besser aus als im ersten Durchgang. Da ist auch mehr Angriffslust dabei. Ganz leichte Antriftphasen, also nicht unbedingt der Kafenschwung, aber sie versucht auf der engen Linie runterzuziehen und das zahlt sie aus. Hat den Vorsprung leicht ausgebaut sogar aus dem ersten Durchgang, aber 1600 nicht allzu viel jetzt für den Schlussabschnitt. Ja, aber sie kämpft in der Hocke, sie versucht jetzt auch im Flachen noch Tempo zu machen. Gleitet 25, 26, oh, nicht ganz knapp zu einer neuen Bestzeit. Da haben dann 700 gefehlt. Alfieri bleibt vorne, aber es sind wieder Weltcup-Punkte. Ja, und wir sehen die Miene von Herbert Mandl oben, der natürlich auch jetzt die Infos aus dem Krankenhaus bekommen hat. Ja, aber das ist Rennlauf, das ist Mut. Aggressiv. Aggressiv. Auch wie das Fragezeichen noch am Helm ist, aber im Lauf gab es keine Fragezeichen von Steffi Köhle. Die weiß, wo sie auf der Piste hin will. Ja, wenn sie so weiter wie fährt, ist bald kein Fragezeichen mehr.